Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Aber jetzt, meine Lieben, würde ich sagen, würde ich dieses Video beenden. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir, beziehungsweise heute erzähle ich euch, und zwar, wie ihr im Titel sehen könnt, jetzt gucke ich hier gerade, nein, alles clean, und zwar, wir müssen reden. Ich bin aber etwas verschnupft, ich weiß nicht, Pollen, you name it, it's going on, und das hört ihr so ein bisschen in meiner Stimme, aber ich wollte jetzt endlich dieses Video machen. Ich habe mir gedacht, egal, auch wenn ich ein bisschen erledigt bzw. einfach so verschnupft klinge, wollte ich das trotzdem heute machen, das Video. Und zwar, ja, wir müssen reden. Es ist positiv und zugleich etwas traurig, zugleich. Keine Sorge, ich höre nicht auf mit YouTube, darum geht es nicht. Ich weiß, es ist jetzt sehr lange nichts von mir gekommen, deshalb habe ich mir gedacht, jetzt muss ich endlich da Stellung dazu nehmen. Und zwar beginnen wir gleich. Erstens, ich habe euch ganz, ganz lieb. Danke, dass ihr alle da seid und dass ihr auch dieses Video jetzt guckt. Das bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel. Es geht darum, dass ich keinen Beauty-Content mehr machen werde. Und das liegt nicht daran, dass es mir keinen Spaß macht. Ich liebe Beauty. Ich meine, ihr seht es. Also, Beauty lässt mein Herz höher schlagen. Ich liebe einfach Beauty-Produkte. Und ich kann mit Freude sagen, dass ich beruflich dort Fuß fassen konnte und jetzt eben mit Kosmetik arbeiten darf. Und deshalb darf ich leider keine Beauty-Videos auf YouTube mehr machen. Das ist der Grund, deshalb werden wir jetzt einfach keine Beauty-Videos werden es mehr werden. Ah, I know, it's sad. Leider auch mein Project Pan muss ich leider, ich mache es insgeheim, mache ich es ja noch, Leute. Aber ich kann es halt euch leider nicht mehr zeigen. Aber ich mache es geheim weiter und ich kann euch sagen, ich habe sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Aber ja, das heißt, Beauty muss ich jetzt einfach damit aufhören. Vielleicht werde ich es irgendwann wieder mal machen. Vielleicht seht ihr mich in irgendeiner gewissen Form mit Beauty wieder. Aber momentan, it's not gonna happen at the moment. Ich darf meinen Traum dabei ausleben und freue mich natürlich enorm darüber, wie mich, was ich da erleben werde und was dieser Lebensabschnitt in meinem Leben einfach, was da passieren wird. Ich freue mich enorm drauf und ja, das wird ganz, ganz, ganz toll, aber das heißt auf jeden Fall auf Make-up machen wir nicht mehr. Beauty generell, alles, das ist, ja, den Content darf ich behalten, das heißt alles, was abgefilmt, also was ihr auf YouTube noch finden könnt, das dürft ihr gerne noch 50.000 Mal dürft ihr das angucken, aber es wird halt nichts mehr Neues kommen. Aber ich verschwinde nicht von YouTube. No, I'm still here. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne weiterhin Fashion Hauls machen. Die habe ich ja hin und wieder eh auch immer auf meinem Kanal gemacht. Vlogging werde ich weiterhin machen. Das habe ich auch immer bis jetzt schon auf meinem Kanal gemacht. Und genau, das heißt, das wären jetzt meine Hauptthemen. Ich habe auch so ein paar Ideen schon, die ich machen würde, die mehr so in dieses Vlogging gehen, wo ich euch da was... So, also ich habe schon ein paar Ideen, aber natürlich, meine lieben Leute, was wäre ich ohne euch? Ihr kommt immer mit ganz tollen Ideen, ihr helft, dass dieser Kanal immer besser und besser wird. Und deshalb natürlich, wenn ihr Ideen habt, lasst mich das gerne wissen. Weil ich habe schon ein paar Ideen und ich habe natürlich schon Konzepte, die es auf diesem Kanal schon gibt. Und genau, deshalb, wenn ihr noch Ideen habt, wenn ihr euch denkt, oh, das, Lenia, könntest du nicht das machen? Ask me und ich würde es gerne machen, also gerne probieren auf jeden Fall. Das ist jetzt, dieser Kanal kriegt jetzt sozusagen ein kleines Revamp. Wir machen jetzt das ganz was anderes mit diesem Kanal. Natürlich nicht ganz was anderes, ich bin natürlich noch immer ich und ja, und ich merke gerade, der Macho möchte ja auch joinen. Zu dem Macho gibt es auch noch weiterhin. Also ja, deshalb... würde ich einfach sagen, ich hoffe, ihr bleibt natürlich weiterhin dabei und dass wir weiterhin diese Reise machen könnten. Ich habe wirklich auch dafür kämpfen müssen, also kämpfen müssen, aber ich habe wirklich mir überlegen müssen, wie kann ich diesen Kanal weiterhin behalten, ohne dass es da irgendwie Probleme gibt. Und das ist jetzt die Lösung, mit der ich gekommen bin, und das sind die auch sehr, sehr, also das ist in Ordnung.
Und es freut mich einfach, dass da eine Lösung gefunden werden konnte, weil ich habe euch so lieb. Es ist so schön, eure Kommentare immer zu lesen. Und ihr seid sowieso meine kleine Family hier geworden, meine YouTube-Family. Und ich wollte euch einfach nicht aufgeben. Aber deshalb ist jetzt so lange nichts gekommen. Weil ich hatte schon natürlich Content produziert, aber das ging dann nicht mehr. Und deshalb ist jetzt so lange nichts gekommen. Und ich war die ganze Zeit am Überlegen, was soll ich machen? Was habe ich? Ich habe so ein paar Ideen. Ich würde zum Beispiel gerne auch einen Pod vielleicht starten. Also es gibt so Ideen. Ich muss halt jetzt gucken, wie sich das alles ausgeht. Das ist jetzt alles ist noch in Planung. Aber ich mache auf jeden Fall weiter. Instagram gibt es natürlich auch. Ich habe mir jetzt auch schon überlegt, ob ich vielleicht TikTok machen soll. Weiß ich auch noch nicht. Weil ich ja Reels auf Instagram mache und es wird ein bisschen weniger, Leute. Also zweimal die Woche. Ich werde es versuchen, einmal die Woche ein Video, dass einmal die Woche ein Video kommt. Vielleicht schaffe ich es auch zweimal die Woche. Who knows? Who knows? I'm a workaholic. Maybe I can do it. Aber versprechen tue ich nichts. Es ist jetzt einfach eine kleine Änderung und ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir Vlogging und dass wir solche spannende Dinge machen. Willst du noch dabei sein, Matschilein? Wo bist du denn? Aha, er hat sich jetzt vor die Kamera gesetzt, deshalb lassen wir ihn jetzt dort. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich sagen wollte? Nein? Ah ja, stimmt. Ich habe noch einen kleinen Teaser und zwar, es werden noch Verlosungen kommen auf meinem Kanal. Also ich plane 2 Stück als Dankeschön, weil mein Kanal ist ja 3 Jahre alt geworden im März. Da habe ich dann nichts mehr gepostet. Da wollte ich eigentlich eh was Großes machen, aber es hat sich dann alles... Ist dann alles anders geworden. Deshalb würde ich, das kommt noch. Das heißt, stay tuned, abonniert den Kanal, verpasst keine Videos. Das heißt, Verlosungen, 2 Verlosungen habe ich noch geplant, die kommen noch. Und genau, ja, ich würde sagen, das war's jetzt, Leute. Es ist nichts Dramatisches. Es war für mich am Anfang sehr, sehr dramatisch, aber... Ich glaube, dass wir das, dass ihr hoffentlich das nicht so schlimm... Was ich auch noch zeigen wollte, habt ihr meine tollen Nägel gesehen? Sind die nicht toll? Ganz, ganz toll, oder? Ich finde die voll, voll, voll schön. So richtig schön Ostern, also very pretty. Ich bin sehr zufrieden mit denen geworden, die wollte ich euch noch kurz zeigen. Aber meine Lieben, ja, lasst mich alles wissen. Ich habe euch ganz, ganz, ganz toll lieb. Dankeschön, dass ihr weiterhin bei dem Kanal hier bleibt. I love you. Und ich würde jetzt sagen, und natürlich geschminkt werde ich ja trotzdem in jedem Video sein. Also ich schminke mich ja trotzdem. Ich darf halt nur nicht die Marken oder sowas zeigen. Oder auch sagen oder sowas. Aber schminken, weil ihr könnt es mir trotzdem wissen lassen, dass mein Make-up schön ist. Ich kann euch nur leider nicht sagen, was ich oben habe. Aber ihr könnt es mir trotzdem wissen lassen, dass es schön ist. Aber jetzt, meine Lieben, I love you, to the moon and back. Und jetzt sage ich vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo jetzt ein weiteres Video von mir und könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gibt. Das kann natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram DM. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!